So, herzlich willkommen beim Kettenritzel Keller TV. Hier schraube ich immer an meinen Dingern rum. Das kam jetzt ein bisschen komisch rüber, ne? Ich habe mir für 2017 was Neues überlegt. Nach, ich glaube, 12 Jahren Bloggen wollte ich mal gucken, ob man vielleicht mal so ein monatliches kleines Video oder Vlog machen kann. Für mich ist das so ein bisschen immer noch Neuland, obwohl ich ein bisschen Videoschnitterfahrung schon habe, aber auf einem ganz dilettantischen Level. Aber ich finde es spannend, ich finde es ein bisschen direkter, ein bisschen irgendwie zwangloser. Deshalb probiere ich mich dieses Jahr mal an dem Thema Videobeiträge. Bei meinem heutigen Blogbeitrag, so, oder je nachdem gestrigen Blogbeitrag, nach irgendwie 4 stillen Wochen ist so ein bisschen durchgeklungen, dass ich nicht ganz glücklich bin mit meiner Fuhrparksituation. Eines der Sorgengründe ist immer noch die Honda, mit der ich eigentlich dachte, ich wäre fertig. Den Tank habe ich jetzt zum zweiten Mal neu gemacht und freudig befüllt letztes Wochenende und jetzt suppt er an einer anderen Stelle. Also die ursprünglichen beiden Lecks sind gedichtet, die halten auch gut. Jetzt suppt es unter dem Träger unterm Tank unten raus, eine sehr schlecht erreichbare Stelle. Deshalb wird es wahrscheinlich ein bisschen aufwendiger sein, die zu kitten. Und es ist einfach frustrierend, weil das Moped läuft nicht. Es ist zwar noch Winter, aber ich wäre gern dann mal irgendwann fertig und hätte gern ein Motorrad, mit dem ich so ab März vielleicht auch mal wieder bei wärmerem Wetter kleine Touren fahren könnte. Aber vielleicht mal kurz zurück zu den Themen, die ich hier so ein bisschen besprechen möchte. Ich habe immer schon seit Anbeginn des Blogs ziemlich viel über Equipment geschrieben. Meistens das Equipment, mit dem ich selber rumfahre. Angefangen von den jetzt hier neben mir hängenden Klamotten, die ich so alle mal irgendwann mal gekauft habe. Ein paar davon habe ich sehr oft gefahren, wie die beiden schwarzen Jacken hier, manche gar nicht, wie das hier. Das sind auch so ein paar Gründe oder Insights, die ich geben möchte, was man denn so an Klamotte braucht und was nicht und welcher Stil für wen vielleicht geeignet ist. Anderes Thema sind natürlich auch so Stiefel, hier meine Lieblingsstiefel übrigens. Lustig auch, zurück zu den Werkstatttipps, man sieht es vielleicht nicht ganz gut hier in der Kamera, hier ist überall Glitzer drauf, weil ich habe das Heck, den Heckabschluss der Honda lackiert mit Acryl-Metallic-Spray. Das Schöne ist, es ist wirklich glitzerig geworden, aber nicht nur auf dem Heckteil, sondern auch überall hier. Obwohl ich alles abgehangen hatte hier mit normaler Folie. Aber man hat auch viel dazu zum Thema, wie kann sich Sprühnebel verbreiten. Nämlich sehr viel. Gut, zu Honda vielleicht, wenn wir gerade beim Thema sind. Was ich noch machen möchte ist, wo habe ich denn? Hier. Die Sitzbank noch mal ein bisschen irgendwie angehen. Ich habe mir hier extra eine zweite Sitzbank für 40 Euro bei eBay gekauft und will die ein bisschen umarbeiten. Mein ursprünglicher Plan ist, vielleicht mache ich es im nächsten Winter, den Heckumbau komplett zu machen und das Heck ein bisschen auf Breadstyle umzubauen. Ob ich das jetzt noch mache diesen Winter, weiß ich nicht. Dazu muss erstmal der Tank fertig werden. Als Zwischenlösung habe ich mir überlegt, hier mit diesem alten Sitzbank-Rohling was zu machen. Ich habe den schon voneinander gelöst. Saurostiges Teil hier. Ich habe schon ein bisschen bearbeitet, man sieht aber noch, dass noch einiges zu tun ist. Den erstmal entrosten, neu grundieren und dann mit dem alten Schaumstofffolien so ein bisschen flacheren Shape in die Sitzbank zu kriegen. Ihr seht vor allem, was mich stört, ist hier hinten diese komische Lippe. Die will ich flacher machen, dass es einen geraden Heckübertritt gibt. Und bei meiner jetzigen Sitzbank ist es so, dass hier vorne so ein bisschen abgepolstert wird und diese Delle hier reinkommt, also diese gerade Linie ein bisschen stört. Das will ich versuchen, ein bisschen hübscher zu machen. Dazu eben das hier, kommt als nächstes Projekt. Ich bin jetzt nicht ganz Anfänger beim Schrauben. Ich habe früher sehr viel Vespas geschraubt. Aber so ein Motorrad ist für mich schon in vielen Dingen Neuland. Dazu war die Honda auch gedacht, so als Übungsobjekt. Ich habe mir die vor 14 Monaten gekauft, ungesehen, für 450 Euro. Hatte noch ein halbes Jahr TÜV, dachte ich mir, okay, so viel kannst du nicht falsch machen dabei. Wurde so ein bisschen gescholten von meinem Kumpel, so, ja, kannst du nicht machen, muss auf jeden Fall Probe fahren, aber ich dachte mir, für das Geld kann man es mal riskieren. Und es sind jetzt viele Punkte, die ich mir jetzt schon so ein bisschen erarbeitet habe, wie Vergaserrevision oder eben auch Tankrevision, die noch andauert. Eines meiner größten Themen, nicht Angstthemen, aber wo ich viel Respekt vor habe, ist Elektrik. Da bin ich ein kompletter Vollhorst, kann ich nicht. Ich war damals in Physik immer Kreide holen in der Schule. Aber auch das ist ein Thema, wo ich jetzt ein bisschen mit dem Blinkerumbau vorne schon ein bisschen rumgefummelt habe. Daran Heckumbau wird auch ein Thema werden mit der Elektrik.
Also so Stück für Stück nähere ich mich dem Thema dran und will euch auch so ein bisschen an meinen Erfahrungskurven teilhaben lassen, um vielleicht den einen oder anderen auch zu ermutigen, einfach mal loszulegen, es auszuprobieren. Ich habe jetzt Gott sei Dank viele Kumpels, die verdammt versierte Motorradbauer sind, die man auch mal fragen kann, die auch nicht genervt sind, so, oh, ey, Alter, kommst du schon wieder mit einer Frage? Das ist total wichtig für mich, finde ich auch total nett und macht dann auch Spaß, wenn man sich so ein Thema rantrauen kann, weiß, man kann im Zweifelsfall jemanden fragen und hat am Schluss irgendwie auch selber für sich was rausgefunden. Finde ich toll. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich hier so ein bisschen in einer kleinen Schrauberhöhle so mache. Viel Platz habe ich nicht. Ich habe so einen kleinen Schreibtisch hier, also Arbeitstisch hier, ein bisschen Werkzeug, das übliche Material, was man hat, so ein bisschen irgendwie ganz wichtig, WD-40, das Allheilmittel. Ich habe noch ein paar Ersatzteile. Man fängt ja auch so an, so ein bisschen, wenn man so ein altes Motorrad hat, Ersatzteile zu horten. Man braucht nicht vielleicht jetzt sofort einen Dichtungssatz für die Honda, aber wenn gerade einer bei eBay im Angebot ist, dann kauft man sich den. Problem habe ich gerade bei meinem Schalthebel. Da habe ich zwar letztes Jahr einen neuen gefunden bei eBay, habe den noch dran. Dann habe ich mein Moped mal einmal einem Kumpel zum Fahren gegeben. Der hat sie umgeschmissen auf den Schalthebel. Der ist jetzt verbogen. Ich suche gerade einen neuen. Finde es natürlich nicht mehr. Außer in den USA bei eBay, da kostet das Ding $30, aber dann auch $40 Verschiffungskosten. Mal gucken, ob ich in Europa noch fündig werde. Das zum Thema Schrauben wird hier so ein bisschen stattfinden, bei mir in der Garage stattfinden. Mal gucken, was sich so ergibt. So, eines der Themen, wo ich schon ein bisschen mehr Ahnung von habe, was mich momentan auch nicht beschäftigt, ist nämlich Tourenplanung. Wir haben jetzt dieses Jahr, zwar erst im Ende Juni, Anfang Juli geht's los, bislang die größte Tour geplant, die ich bislang gefahren habe, nämlich, oder gefahren haben werde. Es geht nämlich hierhin, in die französischen Alpen. Und ja, ich halte hier eine Papierkarte in der Hand. Die Leute, die mich näher kennen, die lachen sich wahrscheinlich tot, weil ich sonst irgendwie alles irgendwie am Computer mache. Aber so Routenplanung finde ich spannend, mal wieder auf Karte zu machen. Da habe ich jetzt irgendwie oben mehrere liegen und bin ich gerade dabei, mir eine Route auszutüfteln, wie ich denn in den 8 Tagen 3000 Kilometer runterreisen werde. Im Gegensatz zu den letzten Jahren geht es für mich nicht in München los, sondern in Neuss, da Yamaha so freundlich war, mir eine 900 Tracer als Testmotorrad für die Tour bereitzustellen. Vielen Dank an der Stelle schon mal. Ich werde von Neuss erstmal am ersten Tag runter bis ungefähr Karlsruhe-Pforzheim fahren, dann am zweiten Tag durch den Schwarzwald am Zürichsee vorbei bis zum Gotthard hoch, wo dann die ganzen Münchner Kumpels dazukommen werden. Von da aus werden wir dann 6 Tage durch die französischen Südalpen fahren. Dann geht es für mich über Genf und Elsass wieder zurück auch im Nürburgring vorbei Richtung Neuss, während die anderen Jungs entweder direkt zu den BMW Motorrad Days fahren oder direkt nach München zurück. Das ist ungefähr der grobe Plan, den ich gerade am Austüfteln bin. Parallel werde ich natürlich auch wieder das Thema Navigations-Apps ein bisschen in den Fokus rücken, auch im Zuge der Tour. Ich habe da noch nicht mein glücklich machendes Allheil-Tool gefunden. Habe jetzt 2, 3 Tools im Test. Momentan spiele ich ein bisschen mit Weather rum. Eine andere App, die noch nicht für iOS draußen ist, ist Kalimoto. Die werde ich mal gucken, wenn die für iOS rauskommt, dass ich sie auch mal teste. Ich scheue so ein bisschen den Kauf eines Navis für 400, 500 Euro, wenn es vielleicht das Handy auch tut. Mal schauen, was da sich als Bestes herauskristallisiert. Was habe ich noch vergessen? Ja, das war es eigentlich. Wie gesagt, ich versuche jetzt jeden Monat so ein kleinen Videobeitrag zu machen. Mal gucken, wie die Themen sich so entwickeln. Aber das wird nicht das letzte Mal gewesen sein aus meiner kleinen Werkstattecke. In dem Sinne, vielen Dank, bleibt mir gewogen und bis bald. Ein paar Sachen habe ich dann auch, bin gerade so ein Bild gelaufen, ne? Egal, üben wir auch noch. Ja, so ein paar Klamotten und ein paar Dinge.